Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan, nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst, Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Und damit, ohne dass ich jetzt, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ja, herzlich willkommen zu Close to the Sun. Ja, nahe der Sonne. Ein Spiel, worauf ich schon lange gewartet habe, wo ich wirklich sage, okay, das muss ich mal spielen. Das muss ich mal zocken. Und da nehme ich auch mir auch sehr, sehr ganz ruhig und gemütlich Zeit. Moment, erstmal muss ich rausfinden, wie ich was tue. Ah, untersuchen. Was? Die Helios. Ein Triumph des Ingenieurwesens, wissenschaftlichen Fortschritt. Treten Sie dem Hotelteam bei. Bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wardenclyffe-Niederlassung. Wardenclyffe. Ah, ich muss mal sehen, ob ich das ordentlich auch lesen kann. Oh, ein Buch. Auch zum Glück, ich muss das Buch nicht vorlesen. Okay. Oh, das sieht ja auch schön aus, ja. So ein Marmor gehalten. Oh, kann ja auch was machen. Hauptziel. Ja, verlassen Sie Ihr Zimmer. Das ist der Prolog. Und ich würde sagen, der Prolog wird, schätze ich mal, mit dem Verlassen des Zimmers. Ich muss X drücken. X muss ich drücken. Ich muss mich erstmal, ja, ihr wisst schon, Steuerung. Ja. Ich scheine schon auf der Helios zu sein. Verehrter Gast von Wardenclyffe, wir werden in Kürze die Helios erreichen. Großen Scholz unten. Sie, die auf dem Shuttle befindliche Beobachtungskabine zu betreten. Das Andocken beginnt, sobald alle Passagiere sicher sind. Viel Glück. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Ja. Ich bin doch nicht auf der Helios. Wie man sieht, bin ich dorthin unterwegs. Könnte sein, dass das ein kleines Beiboot ist und dass er erstmal dorthin in die Richtung fährt. Oh, ich laufe einfach mal drauf zu, erstmal sehen, was so passiert, was so alles los ist. Was haben wir hier? Das Helios Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. So liebe ich das, kurz und bündig. Nicht ganz so viel lesen. Okay. Wir stöbern weiter. Das ist ein Beiboot. Schön, dass, schön übrigens, dass das Spiel auf Deutsch ist. Ist ja gar niemand, der mir irgendwie irgendwo anlegen könnte, weil die Stimme war schon komisch. Oh, ich habe was getan. Ah, es geht los, die Titelkarte. Ja, Storm in the Teacup präsentiert. Und hier sieht es so aus, als wären wir schon da. Bereit zum Andocken. Hm.
mühselig. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich. Denn das sieht doch sehr interessant aus. Close to the sun. Nahe an der Sonne. Mal sehen, was das alles mit dem Titel zu tun hat. So. Ja, Kapitel 1, die Grenze des Hermes. Oh. Ich habe hier gewartet, wie es scheint. Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie, mit Ada zu sprechen, oder was stand dort? Ja, wir schauen jetzt erstmal um. Ist doch ziemlich düster bis jetzt noch. Kann ich die mitnehmen? Wegen dunkel und so. Ah, nein. Geht hier lang, oder? Ah. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Gelassen. Ich habe gerade ausprobiert. Ah doch, ich kann auch schnell laufen. Es muss nicht nur dieser langsame Schritt sein. Ja. Wir wollen ja nichts vergessen, wir wollen ja nichts übersehen. Ja. Diese Helios. Helios ist das. Das ist ein Schiff. Hier etwas durch die Gegend erstmal. Okay, dann würde ich mal meinen, wir gehen mal rein. Irgendwie, irgendwo. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Oh, das konnte ich mir sowieso denken. Ja, bedeutet das, dass ich irgendwo einen Knopf drücken muss? Steckbrief. Profil. Die Schiffsratte. Aktiver Spion, isolieren und eliminieren. Boah. Ach so, hier ist auch was. Das hat schon was von Bioshock. Also ich habe das gehört, das hätte von Bioshock irgendwelche Elemente. Hier sehen wir eine wunderschöne Erdkugel. Das ist doch unser. Hey, erschreck mich nicht so. Oh. Ist ja die Tür nur halb offen? Ah, ich komme nicht überall durch. Es ist auch ein bisschen. Unsichtbare Wände. Wardenclyffe.
Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Das ist meistens so. Das ist die Sache mit dem kleinen Finger. Und geht's jetzt wieder zu? Oh, hier steht schon wieder was Komisches. Aber Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? War mir so klar. Na toll. Das war mir sowas von klar, dass jetzt die Tür zugeht. Ja, wir sind wieder mal in einem Raum, wo wir auch jetzt, denke ich mal, nicht mehr rauskommen werden. Oh, es speichert, wie es scheint. Oh, was ist hier los? Echt jetzt? Wer ist denn jetzt gestolpert? Aha, rüberklettern. Das hat bedeutet, ich kann hier drüber klettern. Gleich mal gucken, ob ich dort reinkomme. Da vorne ist ein Aufzug. Sicherheitsüberbrückungsschalter. Hallo? Ist hier jemand? Scheint nicht so. Müsste ich erstmal die Schalter finden. Ja. Ah, jetzt sieht's aus, als wäre was offen. Ah, keine komischen Geräusche. John, join him. Today. Politiker oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ist das nicht schon? Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Oh ja, Vorfallbericht KA812. In Übereinstimmung der Verfahrensprotokolle A12 begrüßen die Beamten bei Ankunft das Shuttle aus Sydney. Als der Gast nicht mehr bla bla bla. Ach Leute. Leute. Ich erwarte noch die Zusicherung. Das ist ein Security-Bericht. Ja, vorne war ein Pfeil, wo ich nicht weiß, wo ich den hindrehen soll. Hier halten wir doch schon mal. Links oben Irland, Vereinigtes Königreich, also England, Portugal, Spanien. Ja, wer es kennt, ja. Ah, oh, schön. Was haben wir denn hier? Ist das ein Pass von Younghorn Choi, Geburt 1843, in Korea, Ort der Abreise Seoul. Aufenthaltszweck Laborforscher. Dauer des Aufenthalts unbegrenzte Passnummer. Bla bla. Spion. Also bin ich ein Spion. Alter. Mann. Ja,
Lass mich rein. Ich komme nicht raus, ja. Okay. Wir sind jetzt erstmal hier eingesperrt in diesen... in diesem Raum. Mit diesem Tisch in der Mitte. Oh nein, sind wir nicht. Oh, was hatte das mit dem Pfeil auf sich? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier ist schon wieder was umgefallen. Zwei Schalter. Scheiße. Security Override. Ich denke, ich werde es abschalten müssen. Abschalten müssen. Ja, er fragt sich nur, wo ich es abschalten muss und kann. Ah nein, ich gehe nicht nochmal hier raus. Weil da komme ich ja her. Also, es wäre ja Quatsch. Kann das sein, dass hier drin was ist? Und wenn ja, wie komme ich hier rein? Weil es ist ja ziemlich dunkel. Also. War ich hier schon mal drin? Nein. Geht nicht auf. Das geht nicht auf. Ich kann nichts machen. Ja, ich muss es abschalten. Ich muss es abschalten. Das bedeutet, ich gehe noch mal hier rein. Vielleicht hat es ja wirklich was mit dem Pfeil zu tun. Der, wo auch immer war. Hier. Ja. Irgendwie nichts zu melden. Warum sollte ich das zumachen? Ich habe den Pfeil jetzt nach unten gestellt. Gesetzt. Moment. Zwei Schalter finden. Ja. Ach. Kann doch bloß hier drinnen sein. Tut sich aber auch nichts. Also ich wüsste jetzt nicht. Soll ich den hier nach links stellen oder? Es ist ja auch nirgendwo ein anderer, der dasselbe machen würde. Zumindest habe ich nichts gesehen. Da komme ich nicht raus. Und es ist aber auch so dunkel hier drin. Denn schon machen wir das auf. Aber ich komme trotzdem nirgends anders raus. Ah, hier war ich doch schon. Eieiei. Ach du Liebes. Moment, ich bin noch nicht einmal ringsrum gelaufen. Also muss ich jetzt hier hinten... Tut sich nichts. Ach, hier ist ja normalerweise auch noch was zum Ziehen, aber was? Wenn ich den nach unten stelle, dann tut sich auch nichts. Wer macht denn immer solche Geräusche hier? Ach komm, irgendwie ein Fortschritt muss doch mal zu machen sein. Tür, wo ich vorher nicht hingeschaut habe. Ah.
weiß, das sieht jetzt alles noch unspannend aus, aber ich ganz stark die Hoffnung, dass hier noch was passiert. Ja, Zeitung Le Petit Parisien. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Wardenclyffe weist Vorwürfe zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsenden Druck zu gegenzusteuern. Oh Mann, hier ist was los. Springen darf ich auch. Gerade aufgefallen. Ja, das hatte ich vorhin schon. Tja, das hatte ich auch schon. Das ist der, das war dieser Ausweis. Spy Connection, Spion Connection, ja. Ist nicht wirklich viel los hier, oder? Oh, wenn ich nur wüsste, wie ich das aktiviere oder deaktiviere. Auf irgendwas. Ich soll ja hier das, ich muss ja hier scheint es ja weiter zu gehen. Da drin ist was, aber da komme ich nicht ran. Alles verschlossen, natürlich. Da war ich doch drin, oder? Nein? Nein, ich glaube nicht. Ah, jetzt bin ich doch in dem Raum, wo ich... Ach, das ist auch bloß, dass das ja aufgeht. Alles klar, okay. Ja, Steckbrief, Rufi Dampf, bevorstehende Bedrohung, bekannte Pseudoname, Matthias Ellis, Simon Adler, Ernest Hems nennen. Okay, nur noch eins. Eins? Okay, da ging die Tür zu. Was das eigentlich für einen Sinn macht, wenn ich die Tür jetzt wieder schließe, dann. Nur noch eins. Also ich habe hier, das ist auch bloß der Öffnungsmechanismus, das muss ich mir mal merken. Nur noch... Rohrpostnachricht. Keine Sorge, Ihre Forschungsergebnisse erhalten den Schlüssel zu allem. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Rohrpostnachricht, keine so. Achso. Was haben wir gerade gelesen? Hier kommt also die Rohrpost durch. Ah, ich dachte, ich könnte drüber springen. Okay, lass mal nach unten gehen. Vielleicht. Also ich gehe mal davon aus. Dass hier unten irgendwo der Schalter ist. Der nächste.
oder auch nicht. Zeitung The Call. Edison bestätigt Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison. Verbreitungen für Gegenklage in Vorbereitung. Wycliffe lehnt Stellungnahme ab. Tesla aufweisen während Vorverhandlungen wegen Vorwürfe der Edison-Spionage eingeleitet wurden. Spionspiel. Einen Schalter muss ich noch finden. Einen einzigen Schalter. Abteilung für interne Kommunikation. Ja, Spionage und alles. Wer es lesen möchte, bitte stopp. So, wo ist der zweite? Ah, schön, sie hält sogar die Hand dorthin. Aber trotzdem komme ich nicht raus. Also hier zumindest nicht durch. Was ist denn... Ah, bei mir summt mein Telefon. Naja, ich lasse mal alles offen. War das nicht die Türen, wo ich vorhin jetzt gesucht habe? Waren das dieselben Türen, oder... Waren es nicht. Es sind andere Türen. Silvias Pass, Name Silvia Bishop, Geburts 1860, England, London, Aufenthaltszweck, Kunstausstellung, Daueraufenthalt, 7 Tage Passnummer. Boah, das waren halt ein paar kleine Tierchen. Verdächtiger in der Brick Checkpot. Also InfoSec hat gerade einen Rohrpost geschickt, die die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Edison. Er ist wichtig, dass wir alle Informationen über ihn bekommen, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv eine Code West-West Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Security Office De Rossi. Zeitung The Examiner. Nikola Tesla rekrutiert britische Geheimdienste zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich der ständig wachsenden Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert. Helios-Shuttle entgeht Kollision. Ja, erklär mir doch mal, was hier alles so los ist. Spionage. Ach. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich diesen Knopf drehen soll. Wahrscheinlich. Hat's was damit zu tun. Nach oben gestellt. Ich gehe mal wieder zurück, wenn ich den nach oben stellen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe null Ahnung, echt. Wo war der Knopf jetzt? Hier. Tut sich nichts. Tut sich doch gar nichts. Alter, ihr seid ja geheimnisvoll. Und hier komme ich nicht durch. Offen, ist mir klar. Na,
So. Ein Test, falls ich das hier zumache, dass ich dann schnell da durchkomme. Das war der eine Schalter. Und, boah, es geht hier nur um einen einzigen Schalter, den ich noch umlegen soll. Boah. Mann. Lass mich doch in Ruhe. Ich will das nur. Einer, ja, ist eins. Das ist wahrscheinlich die Richtung, weil ich wahrscheinlich, vielleicht finde ich den ja hinten irgendwo. So, jetzt lassen wir noch mal ganz rundrum. Rundrum gehen, da könnte es natürlich sein, dass hier noch einer ist. Ja? Dass es so dunkel ist. Es ist ein Knopf, eins, was ich drücken muss. Oder hier drin. Oben, Ladies, ach so, das ist die Toilette. Da komme ich nicht lang. Da ist wieder zu. Da drin sieht es aus wie ein Knopf, aber... Da ist wieder kein Reinkommen, wie es scheint, oder? Oh. Doch. Es ist doch ein Reinkommen. Also hat das doch einen Sinn. Wir haben wieder einen Pass. Anayas Pass. Oh. Ein Pass von jemand, den ich nicht kenne und mich momentan... Ach, das war nur die Tür. Alter Schwede. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Und jetzt Ada finden. Okay, auf geht's, Leute. Ja, ich bin doch hier richtig oder nicht? Ist doch offen jetzt. Ist doch das, was... Ja, hier ist alles beides grün. Und wieso komme ich da nicht rein? Untersuchung, was haben wir? Eine Fahrstuhl-Keycard. Ja. Also echt jetzt. Uah. Was zur Hölle? Hey! Scheiße! Mensch, du! Ja, Kapitel 2, das Feuer des Prometheus. Haben wir denn hier Schönes? Aha. Hier spricht Lead-Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich wiederhole, hier spricht Lead-Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand?
Moment, was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Egal, was es war. Wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, hört mir gut zu. Wir müssen dringend hier weg. Es breitet sich auf. Ada! Ada! Komm schon. Vielleicht kann ich ein besseres Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben... Tja, irgendwo oben, das ist immer so eine Sache mit dem Signal. Ihr wisst, wenn ich so rede, dann ist meistens erstmal gut. Okay, ja, wie immer, das sage ich jetzt an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, dass ihr bisher dabei geblieben seid. Und wir werden sehen, was, wenn ich das Signal erwische, das nächste Mal passiert. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, auch wenn es ein bisschen langsam losging jetzt. Aber trotzdem dranbleiben, es wird spannend. Ich weiß es jetzt schon. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich bin weg. Tschüss.